Kennt ihr noch Card Journalist? Er war undefeated, unbesiegt oder kumbagisch. Also Konami, falls ihr mit den ex-besten Yu-Gi-Tubern zusammenarbeiten wollt, ich verlinke euch mal ein Video dazu. Ich schaue es, nein! Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier mit am Start meine Freunde Bagisch und Tati. Nico leider nicht, Dimi leider nicht. Ihr wisst, wir haben früher Yu-Gi-Oh! Gespielt. Bagisch kennt alle Kanäle. Kennst du Rocket Beans? Nee. Oh mein Gott! Ein Kanal, den er nicht kennt. Das ist so ein Gaming-Kanal, bisschen so auf Game 1 mäßig angelehnt. Game 2. Sagt dir das was? Nein. Okay. What the fuck? Yu-Gi-Oh! Nein, nein, nicht nur nicht Yu-Gi-Oh! Gaming. Die machen verschiedenes. Nee. Aber in Yu-Gi-Oh! Kennt ihr noch Card Journalist? Ja. Wo ich ihn besiegt habe, das werde ich nicht vergessen. Beste Szene. Ja. Blende ich hier nochmal ein. Wir haben so ein Turnier gespielt. Das war insane. So ein Yu-Gi-Tuber-Turnier. Er war undefeated, unbesiegt oder kumbagisch. Hat ihm die erste Niederlage verpasst. Wenigstens stirbt er mit Ärger. Ja, er bringt sich selber um. Wie diese Samurai-Typen. Genau. Hat wirklich Spaß gemacht, netter Typ. Freundlich. Ihr kennt Card Journalist, schaut bei ihm vorbei. Nochmal Dank für das Duell. Genau so ist es. Wir stehen jetzt 6-2. Wir haben den unbesiegbaren Card Journalist besiegt. Super saftig. Ich will gar nicht. Beste Leben. Auf jeden Fall. Card Journalist. Card Journalist war jetzt bei denen zu Besuch. War das der mit der Brille? Ja, den wir in Köln getroffen haben bei dem Turnier. Ja, ja. Yu-Gi-Oh! In your area. Es ist Zeit für ein Duell. Ich hab das gesehen. Kurz das Ende. Okay, also hast du es doch gesehen. Also kennt er doch alles. Duel Links. Ja, das spiele ich immer noch tatsächlich. Legendär 4. Hallo und herzlich willkommen zu Zeit für ein Duell, die Yu-Gi-Oh! Show hier auf Rocket Beans TV. Stopp, das ist der Finale gewonnen hat, gell? Duel Links dieses Jahr. Weiß ich nicht, Schattenspieler. Genau, der war im Finale, Duel Links 2020, ja. Echt? Ist er gut? Ist er gut? Er war im Finale, WM. WM? Ja, Finale. Ich dachte, das war so ein Invitational, wo nur diese Bekannten eingeladen wurden, deswegen aber. Nee. Wenn es echte WM war, dann ist er ja krass. Ja. Respekt. Moin Moin. Schatten. Und Michael, der Card-Journalist. Ihr seid der Card-Journalist, Yu-Gi-Oh-Spieler? Kann man so sagen. Kann man auf jeden Fall sagen. Oder Yu-Gi-Oh-Influencer. Oh. Also das Ding ist, mehr oder weniger Spieler. Also gerade bin ich auch eher so ein in YouTube unterwegs. Und man kann ja auch YouTube-Videos machen, ohne jetzt wirklich aktiv zu spielen tatsächlich. Also, so wie wir damals. Aber Maurice ist da zum Beispiel anders. Also, es gibt auch verschiedene Wege irgendwie. Du bist ein Yu-Gi-Tuber. Yu-Gi-Tuber, so nennt man es ja. Das ist genau. Aber das geht ja eigentlich Stunde. Ja, nee, wir schauen nicht. Das ist schon ja, das heißt, zur Europameisterschaften oder Deutsche Meisterschaft oder YC Essen, so wie die ganz großen Turniere in der Yu-Gi-Szene heißen. Und ja, da treibe ich mich gerne mal rum und versuche da auch eine gute Platzierung zu erreichen. Cool. Also, wir haben euch ja eingeladen, weil ihr, auch unter, ihr habt die Expertise, ihr kennt euch gut aus. Anscheinend. Ja, ja, ja. Ist er voll? Weiß ich nicht, ich wusste nicht, dass du ein Duel-Links. Der Großteil unserer Community da draußen ist auch eher so. Ja, Kaiba, Yugi, Marek und so, kennen wir noch alle. Aber darüber hinaus ist es halt so, wird schwierig, weil alle immer sagen, sobald die anfangen, auf Motorrädern zu fahren, ne? Da haben wir geguckt. Ja, mal echt. Aber trotzdem ist das Interesse immer noch vorhanden, weil Yu-Gi-Oh! Ist ja immer noch. Wie ihr schon gesagt habt. Ja, mach mal Pause. Das ist krass, oder? Das Interesse ist immer noch da. Ja, klar. Nach 20 Jahren oder sowas. Wie lange das Spiel schon gibt. Card Journalist gibt es immer noch. Ja. Macht immer noch Yugi. Der macht immer noch so sein Yugi-Zeugs. Krass. Aber unregelmäßig. Ja, gut. Aber ist er auf Turnieren und so? Weiß ich gar nicht. Krass. Aber ich meine, Yugi ist nicht tot. Die waren jetzt zu Besuch bei diesen Leuten, also auch Respekt. Ja. Die bauen sich auch Connections auf. Die wurden jetzt letztens, vielleicht auch schon ein Jahr her, ich weiß es nicht, von Konami zum Beispiel eingeladen. Arbeiten jetzt hier und da ab und zu mit Konami zusammen. Ja. So er und Renebrand und sowas. Also. Das ist das ganze Reichweite, das vernetzt sich, dieses Connecten, Reichweite an welche Leute gibt es weiter. Das ist gerade krass. Und das hätten wir auch sein können. Ja, sein das können. Hätten wir sein können, hätten wir weiter gemacht. Ja, wir haben auch aufgehört. Ja, ich war in der Selbstfindungsphase, ich habe mich erst jetzt gefunden. Hat aber lange gedauert. Ja, Mann. Das hat echt lange also Konami, falls ihr mit den ex-besten Yu-Gi-Tubern zusammenarbeiten wollt, meldet euch gerne. Wir sind immer auch krass. Er spielt immer noch Duel Links. Duel Links, ja, ja, bin ich noch echt am Start. Legendär 4. Nico bubbelt immer noch YCS, also wir sind noch am Start. Ja. Dimi hat immer noch Karten, die er verkaufen will, oder? Dimi, ja, aber er ist kein Turnierspieler, nichts. Er war auch immer ein guter Spieler. Aber er wäre im Segment traden, wie ist das, aber...
Fragst du, ob es auch stimmt, die Zahl, die er genannt hat. Schon krass eigentlich. Yu-Gi-Oh! War für mich wirklich, es war immer ein Teil meines Lebens. Dieses ja, damals. Für mich auch, Mann. Für alle. YCS Top 8, das war schon echt krass. Ich bin in die Schule gekommen, Force und so, ein paar haben mich erkannt und so, ich habe mich endlich geschickt. Ja, ja. Wow, ja, wie in der Schule. Man. Ja, ja. Die kamen doch. Ayub kam halt auch in der Klasse. Ja, aber die haben auch da so ein bisschen Yu-Gi gespielt. Ja, aber ja, ja, da muss man ja so Coverage lesen und sowas. Das ist ja. Ja, das war die erste große, das war die erste YCS in Europa. Okay. 1298 Leute, ja, ja. Top 8 und. Wenn ihr wissen wollt, wie er diese Top 8 erreicht hat, verlinke euch mal wieder dazu. Ich verlinke euch wieder dazu. Jetzt ist Video kurz euch echt anschauen. Das war, ja, das war krass. Ja. Ich war voll underrated, alle haben gesagt, du Jan, du nicht, du warst echt korrekt, Jan, so ja, du wirst eh nichts reißen und so bla bla. Da kam ich halt Top 8. War echt nice. Schönes Gefühl. Viele Erinnerungen. Ich habe mein Vorbild gesehen, Kittig, gegen Vittorio gespielt. Das ja, war krass, ja. Lustig, war auch sehr lustig. Ich hatte Sekundenschlaf auf der Autobahn kurz. Da warst du auch im Auto, oder? Also, nee, Gott sei Dank nicht. Da, wo du auch unter Rot gefahren bist, auch im Auto, was? War das da? Oh mein Gott, ja, das war das. Ja, du warst im anderen Auto, ja, Mann. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, es waren echt Hammerzeiten. Ja, Hammer. Und also mich freut es, dass es immer noch aktiv ist, dass es jetzt immer noch an die breite Masse kommt. Jetzt, also der Kanal ist ja auch riesig und die haben da einen Gastauftritt, wurden da eingeladen. Ja. Schon nicht schlecht. Genau, ganz kurz noch, ja. Yu-Gi-Oh! Wieder das Geile, nicht digitalisiert, jeder allein zu Hause. Man trifft sich, es ist offline sozusagen. Karten, ja, Höhen reintun, schön sortieren, es war. Ja, aber mit Duel Links ist ja wieder eine neue Art Yu-Gi-Oh! Rausgekommen. Ja, ja, aber Yu-Gi-Oh! Von Spiel zu ja, ja, was etwas so anderes. Weißt du, was ich meine? Es ja, war echt besonders. Und Serie läuft immer noch, Mann. Ja, schaue ich manchmal echt immer noch an. Die erste Staffel, zweite Staffel, unglaublich. Das ist auch echt, auch Kindheitserinnerung, Mann, eigentlich, wirklich. Und so haben wir uns alle kennengelernt. Ja. Das war der Start. Ohne Scheiß, ich habe mit Yugi angefangen, da habe ich Dini und Nico kennengelernt, das alle, als allererstes. Dann Bockmann und irgendwann mal kam dann Chong, Hong und du warst eigentlich so der Letzte aus der Truppe, Mann. In Bochum war das ja eigentlich ja, so. Und das war Ends unbekannt. Ja, das war echt krass. Ich war echt der kleine Yugi, war ich damals. Das war hey, lass uns Freunde werden und die Yu-Gi-Oh! Spielen. Ja, aber schau mal, aber das war aber ja, ohne Witz, Mann. Und dadurch sind wir Freunde jetzt. Wie lange ist das Jahr? Wann war das? Welches Jahr war die YCS? Das weiß ich gar nicht. 2006, 2008, sowas. Das ist echt schon gut. Also über 10 Jahre. Und jetzt über 10 Jahre, ja, über 10 Jahre. Und wir sind immer noch befreundet, Mann. Ja. Ernsthaftig. Genau deswegen habe ich heute dieses Shirt angezogen von meinem alten Team. Das war ihr Motto, YPFL, das steht für Yu-Gi-Oh! Player for Life. Ja, wollte ich gerade sagen, Player for Life, ja. Ich zock's immer noch bis heute. Yu-Gi-Oh! Player for Life. Und selbst die größte Community oder das Team hat sich aufgelöst, Alter. Sie sind wieder da! Laber nicht! Ja, CCG gibt's wieder, echt? Natürlich. Echt? Aber mit keinem guten Spieler heute, alle weg, aber trotzdem. Wer leitet das Team? So ein dicker Engländer. Hä? Aber ich dachte, CCG war doch Norman und, ja, und Ding und jetzt. Jetzt egal. Echt jetzt? Gibt's wieder. Oh mein Gott, wir versuchen es wieder zu beleben. Schau. CCG war auch gewonnen. Ja, auf jeden Fall, wie findet ihr es, dass das halt so in die breite Masse kommt, dass die da eingeladen werden? Respekt, ich finde es was Gutes. Ja, was soll ich dazu sagen, Mann? Ja, finde ich gut, aber. Man denkt ihr, das lockt neue Spieler, kann das, weiß nicht, repräsentieren die Szene gut, kein Journalist. Oder denkst du, wir hätten eine bessere Aufgabe gemacht? Ja, wir sind schon echt sehr kontrovers. So. Also, ja, wir waren auch, ja, das kann war schon halt eins ganz so früher, wie heißt Spieletrend, so voll politisch. Yeah. Ja, auf die Schiene, ja, so. Auf die Schiene, ja, yeah, genau. Immer nur diese ruhig und. Ich nenne sie immer Ned Flanders. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ist so. Ja, und wir waren immer die Simpsons so halt. Ja, ja. Und, ja, genau. Wir waren halt anders. Wir waren ja, echt anders. Und wir waren, das war schon geil. Jetzt, wenn ein Turnier in Landshut war, man hat uns einfach durch die ganze Halle gehört. 150 Leute Turnier und so. Wir haben rumgeschrien, so, ja. Schuss auf Togo. Oh mein Gott. Die Zeit war echt unglaublich lustig. Ja. Und man hat uns echt erkannt auch, gell? Auf größeren Turnieren, auf YCS ja, und so, da kamen sie auch schon. Die ja, Leute. Und das war vor 4 Jahren und jetzt stell dir vor. Heftig, Mann. Wir wollten ja der im Abschluss ja, hier, stell dir vor, wie es jetzt vor
Und dann kann man 4 Jahre später, haben. Yugi ist so viel größer geworden. Die sagen ja immer, diese YCS ist die größte und sowas. Es gab ja eine YCS, die wurde auf 2 geteilt, weil die so groß war. Wow. Die mussten noch eine Location anmieten in einem Hotel für Tag 1, weil die so groß war. Oh, what the fuck, okay, wie viele Leute waren letztes Jahr war das, glaube ich, ja. Okay, krank. Ja, das Spiel ist immer noch gehypt, man. Endheftig. Ja, diese ganzen Strukturen, das ändert sich. Diese ganzen Netzwerkeffekte der YouTuber, Influencer, das ändert sich. Ja, eben. Krass, krass, krass. Deswegen sagen wir, das hätten wir sein können. Aber ist doch keine Werbung, oder? Ist das Werbung? Doch, ja, so. Spiel, aber das Spiel ist doch eh schon bekannt eigentlich. Ja, Yu-Gi-Oh! Kann ich rein des Gewissens immer empfehlen, ganz ehrlich. Ja, klar. Schon. Eben. Ich meine, das ist ja ein Kanal, der dreht sich nicht um Yu-Gi-Oh! Also ja, allgemeiner Kanal und der lädt halt Yu-Gi-Oh! Gäste ein. Also, ja, nee, das ist ja schon, das auf jeden Fall, hat das, finde ich auch gut. Und auch wahrscheinlich auch bekannt, also schon bekannte Leute, man kennt sie. Also, man kennt Kajon das schon. Ja, die auf jeden Fall. Barisch kennt ihn halt sehr gut. Auf jeden Fall, das war's von uns heute. Yu-Gi-Oh! Gute alte Zeiten. Hätten wir weitergemacht, wären wir vielleicht da bei Rocket Beans eingeladen worden. Aber egal, Grüße gehen raus an Cut-Journalisten, alter Kollege. Der hat's geschafft. Alles Gute. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Videos ab, gebt ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das war's von uns und ciao.